Viele Spiele machen und viele Tore schießen ist das eine. Möglichst viele Tore in möglichst kurzer Einsatzzeit zu erzielen, das ist Effizienz. Und genau darum geht es in der Top 10 der effizientesten Werder-Spieler aller Zeiten. Einzige Voraussetzung für einen Sprung in unser Ranking: mindestens 9000 Einsatzminuten für unseren SVW und natürlich die passende Anzahl an Pflichtspieltreffern. Denn, Spoiler Alert, 52.277 Einsatzminuten sind super, nur ein Treffer reicht nicht ganz für die Top 10, lieber Dieter Budenski. Doch wer hat sich mit seinen Leistungen für Werder einen Platz in unserer Top 10 erkämpft? Wer braucht im Schnitt am wenigsten Minuten, um für Grün-Weiß einzunetzen? Die Antwort gibt's in der Top 10 der effizientesten Werder-Spieler aller Zeiten. Also freut euch auf Top-Spiele von früher, Legende auch in der Bundesliga, alles zusammen heute, es ist geil, das ist super. Los geht's, wie sollte es bei einer Top 10 anders sein, mit Platz 10, und da wird's direkt musikalisch. Wo die Weser einen großen Bogen macht, da ist Kiwi Rufer bei euch mit sein Macht. Und neben Gesang war Kiwis Macht vor allem eins, das Tore schießen. 104 Mal netzte Werders neuseeländische Tormaschine für Grün-Weiß. Der Mann kann einfach alles. Wenn ich Winton Rufer frage, wie schnell bist du? Ich bin der Schnellste. Ich kann links und rechts perfekt schießen. Hat er alles, ne? Habe ich noch was vergessen? Nein. Also höchstens die passende Statistik. Alle 203 Minuten einen Treffer. Das sollte man nicht zum falschen Zeitpunkt Wintons Gegenspieler sein. Fragt mal Oli Kahn. Oliver Kahn, leicht fassungslos. Da war er nicht der Einzige. Keine Abseitsposition. Winton Rufer hat die Möglichkeit zum 2:0 und spielt den Torhüter. Und dann ist er Ball und er macht das Tor. Goal, Goal, Goal! Goalscorer, Cupsieger, Ozeaniens Fußballer des Jahrhunderts, Platz 10 in unserem Ranking und obendrauf der Recall bei Werder sucht den Superstar. Einen speziellen Cup gibt's für alle, die den nächsten Werder-Knipser sofort erkennen. Dafür geht's ins Museum. Also Geschichtshefte raus, Klassenarbeit. Was war am 19. Juli 1971? Richtig, die Vorstellung der Millionenelf und mittendrin unser Platz Nummer 9. Als der neue Gerd Müller kam, das Sturmtalent damals von Borussia Dortmund, und trug sich in den nächsten Jahren 65 Mal in die Torschützenliste ein. Egal ob springend oder sitzend. So, wer kann jetzt den folgenden Satz ergänzen? Unser Torschütze mit der Nummer 9. Werner Weist. 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 Ja, nicht alle auf einmal. Absolut richtig. Werner, genannt Acker, Weist. Alle 196 Minuten traf er im Schnitt für Grün-Weiß, auch im rot-weißen Speckflaggentrikot, hier in Schwarz-Weiß. Wir klettern auf Platz 8 und der kommt dafür direkt aus der Dusche geklettert. Also unter der Dusche war ich noch nicht, aber ich war schon in der Kabine. Wir haben 4-1 gefühlt und es waren noch 4 Minuten oder so zum Spiel. Da dachte ich also nicht mehr, dass irgendwie groß was passiert. Und dann haben die also, muss jeder Schuss, ich hab's bloß gehört, jeder Schuss ein Treffer gewesen sein. Zu Recht war Karl-Heinz Riedle da verwundert. Fast jeder Schuss ein Treffer war ja auch eigentlich sein Markenzeichen. Oder eigentlich eher jeder Kopfball ein Treffer. Zum Beispiel zur Meisterschaft 1988, aber natürlich nicht nur da. 59 Treffer waren es am Ende für Werder, so viele, dass sich auch andere so einen gewünscht hätten. Wir brauchen einen Killer wie zum Beispiel den Riedle, der wo eben 80 Minuten nichts macht und dann ein Tor macht auf einmal. So viel zur gefühlten Wahrheit, eigentlich dauerte es 186 Minuten, bis er Riedle für Werder traf. Zumindest im Schnitt. Und wenn Otto Rehhagel ihn nicht vorzeitig in die Kabine geschickt hatte. Dann sorgte Kalle regelmäßig für Jubelstürme und verdient sich damit Platz 8. Ich muss sagen, das ist der größte Tag bis jetzt so in meinem Leben. Auf Platz 7 gibt es zwar etwas weniger Tore, aber eben noch mehr Effizienz. Effizienz heißt auf Schwedisch übrigens Rosenberg. Den ultimativen Beweis dafür lieferte Markus Rosenberg bei seinem wohl wichtigsten Tor für Werder in der Champions League Quali gegen Genua. 21 Minuten dauert es da von seiner Einwechslung bis zum großen Jubel. Guter Schnitt, der kurios zustande kam. Der Wagner mit einer Platzwunde am Kopf raus. Wird behandelt und so wie ihr das jetzt hier sehen könnt, alles was hier so dunkel ist, das war alles Blut. Ja, das war alles Blut. Und da sagt plötzlich der Thomas Schaaf, wir brauchen ein anderes Trikot, sonst kann ich den nicht mehr einwechseln. Jetzt war das ein langer Weg einmal um den Platz, bin aber auch schnell gelaufen. Dann bin ich rein in die Kabine, bin zurück, da hat der Schaaf aber irgendwann gesagt, das ist, dauert mir hier alles viel zu lange. Rosi, mach dich fertig. Das war der Rosenberg, unser Stürmer. Der Rest ist Geschichte und eins von vielen Joker-Toren von Rosi.
Und auch wenn er mit 53 Toren in 165 Spielen seinen 21-Minuten-Schnitt aus Genua nicht ganz halten konnte, reichen 182 Minuten pro Tor für Platz 7. Good header, easy goal. Rosenberg scores again. Who needs Miroslav Klose? Wir für Platz 6, denn da wird's Zeit, dass sich was dreht. Round and round and round it goes, where it stops, nobody knows. Das Tor-Saldo-Verhältnis würde Miroslav Klose auf jeden Fall eine Spitzenplatzierung einbringen. Sein Torriecher bringt ihm einen Mittelfeldplatz in unserer Top 10. Für mich war es selbstverständlich, hier dabei zu sein. Und dafür hat der Miro, der ganz nebenbei auch noch Rekordtorschütze der deutschen Nationalmannschaft ist, auch ordentlich in Grün-Weiß geknipst. 63 Tore in 132 Spielen, im Schnitt alle 168 Minuten. Und obendrauf noch 47 Torvorlagen. Tut fürs Ranking nichts zur Sache, sieht aber gut aus. Vorlagen brauchen Spielzeit und deshalb schiebt sich ein anderer Werder-Stürmer mit ebenfalls 63 Toren, aber weniger Einsatzminuten auf Rang 5. Ein Huf wie ein Pferd, wo der hintritt, wächst kein Gras mehr, oder kurz Hugo Almeida. Ein Mann, der für Begeisterungsstürme sorgt. Natürlich hat er mit den Treffern hat er auf sie aufmerksam machen können, es freut uns. Dieser tiefe norddeutsche Ausdruck der Freude über Treffer von Werders Power-Portugiesen überkam Thomas Schaaf im Schnitt alle 157 Minuten. Und öfter wäre wahrscheinlich auch ungesund geworden. Hugo Almeida! Was für ein Pfund des Portugiesen! Da hat er ihn regelrecht reingestempelt ins Tor von Timo Hildebrand. Zum Abschluss von Platz 5 halten wir noch einmal kurz inne und gedenken aller Tornetze, die Schüsse von Hugo aushalten mussten. Unser Beileid. Die gute Nachricht für alle Tornetze: auf Platz 4 wird es gefühlvoller und trotzdem ein echter Killer. Der Name ist Programm. Ivan der Killer Klasnić. Teil des K&K-Sturms und irgendwer musste die Vorlagen von Klose ja auch verwerten, wobei der Killer jetzt nicht zwingend Vorlagengeber brauchte. Und so schoss sich Ivan der Torgefährliche nicht nur in die Herzen der Fans, sondern auch in dieses Ranking. Freut mich für ihn, bin ich ganz ehrlich. 77 Mal hieß es für Werders Gegner, rien ne va plus. Durchschnittlich alle 153 Minuten setzte der Killer alles auf Grün-Weiß. Der Gewinn, Platz 4. Ja, es ist natürlich so ein Bonbon. Man hätte natürlich noch zwei Tore gerne geschossen, aber die wollten leider nicht. Noch mehr Tore, dann hätten wir Platz 3 vielleicht auswechseln müssen. Obwohl, auswechseln immer Fehler, vor allem, wenn es um ihn geht. Egal ob in der Halle oder im Stadion, der Kugelblitz war immer für Tore gut, aber am liebsten natürlich in der Bundesliga. Es ist nicht so eine Holland-Liga, das ist nicht eine polnische Liga, das ist nicht eine Berg-Liga, das ist eine Bundesliga. Und was wäre die Bundesliga ohne Ailton? Alle 152 Minuten hallt es bei Pflichtspielen durch die Stadien. Und jetzt die große Frage, wer ist besser als der Kugelblitz? Wer steht ganz oben in unserem Ranking? Ist, bleibt so. Hui, das weiß ich noch nicht, ich muss warten noch. So müsst ihr zum Glück nicht lange bleiben. Hier kommt Platz 2 direkt zu euch. Aus Peru in den Anden. Mein Name ist Claudio Pizarro und ihr kennt mich vom Spielen wie... Über 40 Meter vom Tor entfernt, der wird also wahrscheinlich reingeflankt. Genau so ist es. Kommt mal, Tor! Pizarro. Pizarro! Oioioioioi! Um Gottes Willen war der gut. Und vor allem kennt man den Andenbomber durch seine Tore für Werder Bremen. 153. In Worten 153. Pizarro. Pizarro! Pizarro! Nein! Was für ein Tor! Ah ja, volle Treffer. Eine volle Treffer alle 145 Minuten, einer schöner als der andere. Also wir wollen uns da nicht entscheiden, aber über Platz 2 der effizientesten Werder-Spieler gibt es keine Diskussion.
Klar, ja, 100%. Pizza. Pizza. Pizarro. Pizarro. Grün-weiße Liebe. Eine Karriere, die ihresgleichen sucht, Titel inklusive, nur eben nicht in diesem Ranking. Denn es kann nur einen Platz 1 geben und da trifft es sich gut. Es gibt nämlich nur einen. Ein Rudi Völler. Es gibt nur einen Rudi Völler. Und der reichte auch, um Abwehrspieler vor Probleme zu stellen. Herr Kramer. Eine Frage. Okay. Sie haben heute natürlich die undankbare Aufgabe, gegen Rudi Völler zu spielen. Welches Rezept haben Sie sich vorgenommen? Ich habe das Rezept, ihn keine Torschotte zu lassen und ihn bekämpfen, das werde ich machen. Spoiler, hat selten geklappt. Nicht nur frisurentechnisch ganz vorne mit dabei, auch Tante Käthes Torquote war beachtlich. War schon Torschützenkönig in der zweiten Liga mit 36 Treffern bei 1860 München und dort eigentlich habe ich ihn gefunden sozusagen oder ihn geholt und nicht die Bayern aus München, obwohl er da im Hof gespielt hat und sie haben nicht mal das Fenster aufgemacht. Wir haben zum Glück das Fenster aufgemacht und alle 125 Minuten ein grün-weißes Tor gesehen und da war die Idee geboren. Ein Ranking muss her. Ja, ich bin von der Idee begeistert. Das ist bei Gewinnern oft so, man bekommt ja schließlich auch einen Preis. Der goldene Fußball für den besten Spieler der Saison 82-83 für Rudi Völler. Und obendrauf noch das Platz 1 in unserer Top 10 der effizientesten Werder-Stürmer aller Zeiten geht an... Rudi Völler! Rudi Völler, werde ich auch sagen. Rudi Völler! Moin. Mhm. Okay. Ja, ich verstehe. Gebe ich so weiter. Tschüss. Leute, YouTube hat angerufen. Ihr sollt unbedingt den Kanal abonnieren.